Auf geht's. Kurf, mein zweiter Emoji wurde jetzt auch freigegeben. So, wo muss ich denn hin? Ich muss dahinter hin. Spirit's Ledge. Und einen schönen guten Tag, Lukas. Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut. Genauso natürlich auch bei dir, Kurf, ne? Alles gut soweit. Ja, ich weiß, dass du den nicht hast. Das ist dieses Wutface. So, Spirit's Ledge ist unser Ziel. Dann fahren wir da mal hin. Hey, Guppy reicht ja auch vollkommen. Manchmal lasse ich auf der Reise meinen Gedanken freien Lauf. Und plötzlich habe ich einen Tagtraum, in dem Carol schon wieder hier so ein Nervensäge. Das würde eher zu Ihnen passen. Ich habe keine Lust auf euch, ich verpiss mich. Offenbar haben wir das Treffen verpasst. Sehen wir uns mal um. Vielleicht hat sie ja etwas zurückgelassen. Den haben wir es gezeigt. Da hinten ist das. Ah. Ich dachte, das wäre jetzt richtig vorne. Einen Weg da reingehen. Sam? Das Schloss wird ferngesteuert. Vielleicht von etwas in der Nähe. Dann scannen wir mal. Wo geht denn die Leitung hin? Natürlich geht die da hinten immer, was Drecksvieh ist. Ja, komm ruhig langsam näher. Habe ich genug Zeit, dich mit dem Scharfschützen zu ballern. Ah, daneben. Ja, das war's. Habt ihr gut gemacht. Dann Waffen wegstecken und den Hebel da vorne betätigen, wenn ich in die Katakomben da reinkommen. Ja, der Nomad ist schon sehr brauchbar. Ein bisschen Lithium mitnehmen. Vielleicht kommen wir damit rein. Na dann, mal los. Überprüfen wir es. So, dann schauen wir mal, was da hinten drin ist. Datenpad. Reyes, ich habe ein Datenpad mit einem NAV-Punkt gefunden. Vermutlich versteckt sie dort die Fracht. Sie hat das Ding wahrscheinlich für den Käufer zurückgelassen. Warum informiert sie den Käufer nicht direkt? Frequenzen kann man hacken. Tote Briefkästen sind sicherer. Vor allem bei großen Geschäften. Haben Sie irgendwas gefunden? Der Salarianer ist ein Hehler, ohne direkte Verbindung zum Kollektiv. Ich vermute, dass Sia ihn getroffen hat, um potenzielle Käufer zu finden. Wir sollten diese Koordinaten überprüfen. Ich treffe sie dort. Okay, dann wieder mit Razor am Nachtpunkt treffen. Habe ich da zufälligerweise einen Schnellreisepunkt? Ja, habe ich. Sehr schön. Hallo? Hallo? Da. Da ist ein Schnellreisepunkt. Ich bin anscheinend immer noch im Kampf. Hoffentlich bin ich jetzt nicht mehr im Kampf.
So. Dann aber bitte jetzt. Ich bin doch mit niemandem im Kampf. Alle erwischt. So, alle erwischt, hat er gesagt. Darf ich jetzt reisen? Vielen Dank. Ach ja. Manchmal ist sowas recht ärgerlich. Dossier, hä? Klingt toll. Und was steht drin? So, ich muss jetzt links rum. Das ist streng geheim. Mhm. Fangen Sie nichts an, das Sie nicht zu Ende bringen können, Harper. Okay, hören Sie. Ich fange überhaupt nichts an. Ich gehöre zum Militär. Sie nicht. Aber wir stecken jetzt zusammen in dieser Sache. Ein Shuttle. Und jemand ist schon drin. Na, wahrscheinlich reden sie schon miteinander, oder? Machen rum. Okay, leer. Könnte es sein, dass das alles ein ausgefeilter Trick war, um Sie herzulocken? Sie meinen, es gab nie eine Fracht? Bravo, ich wusste, dass du es irgendwann rauskriegst. Sia. Du konntest einem großen Gewinn noch nie widerstehen. Was soll ich sagen? Ich bin eben gierig. Deshalb hast du auch keine Freunde. Du bist egoistisch. Da hat sie recht. Autsch. Du verlierst anscheinend dein goldenes Händchen, Reyes. Ich weiß noch genau, wie deine Worte mir geschmeichelt haben, bis du mich abgesägt hast. Soll das heißen, dass es hier darum geht? Natürlich nicht. Du hast alle guten Jobs in Kadara an dich gerissen. Und das hat nicht nur meine Aufmerksamkeit erregt. Und jetzt hat die örtliche Schmugglergewerkschaft beschlossen, mich auszuschalten? So ungefähr. Ach, Scheiße. Angriff. Oh, alle tot. Dachte schon. Seven Days to Die ist absolut nicht meins. Initiative Helm. Ja, einfach mal mitnehmen. Na gut. Ich wusste zwar, dass ich nicht beliebt bin, aber ich hätte nie gedacht, dass die anderen Schmuggler sich gegen mich zusammentun. Das ist irgendwie schmeichelhaft. Es wäre klug, wenn Sie sich bedeckt hielten. Diskretion ist meine große Stärke. Ach, so viel Aufwand. Und es springt kein einziger Credit dabei raus. Immerhin gibt es jetzt ein paar Schmuggler weniger in Kadara. Sie haben die Konkurrenz ausgedünnt. Sie finden auch in allem etwas Gutes, Pathfinder. Ich sollte hier mal aufräumen. Sia war ein Miststück, aber es wäre falsch, sie einfach liegen zu lassen. Gehen Sie ruhig. Ich erledige das hier. Okay. Gehen Sie ruhig. Ich erledige das hier. Ich wollte die Tür öffnen, nicht mit ihm reden. So, und jetzt? Hab ich alles erledigt, oder was? Logbuch, Helios-Aufgaben, Kadara. Zur Tempest zurückkehren, okay.
Aber ich würde eigentlich schon gerne nochmal gucken, wo der Platz für die Siedlung war. Genau, ich bin da oben und hier ist der Standort für die Außenposten. Müsste ich da jetzt eigentlich jetzt den Außenposten setzen können? Also. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Haben Sie viele Leute in der Milchstraße zurückgelassen? Nein, meine Eltern sind tot. Aber meine alte Einheit könnte noch am Leben sein. Ja, einige meiner Kontakte könnten auch noch rumspringen. Ist es nicht seltsam, so etwas zu sagen, wenn man weiß, dass man sie nie wiedersehen wird? Nicht seltsamer als der Umstand, dass sie 600 Jahre älter sind als wir. Wenn wir so tief in die Materie eindringen, brauchen wir vorher ein paar Drinks. Sie haben damit angefangen. Sie zahlen. Normalerweise müsste ich ja jetzt den Außenposten bauen können. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Einmal, dass diese Gegner auftauchen müssen, ne? Habe ich gar keinen Nerv zu. Das nervt nach einer Zeit einfach nur. Sollen sich halt mal mit den Relikten prügeln. Bin ich schon am Punkt gewesen jetzt? Ne, ich bin komplett falsch. Auf die andere Seite. Oh mein Gott, diese Nomad. Doch nicht melden, dass ich auf Kedera Geschäfte mache, oder? Geschäfte, Vetra? Waren Sie nicht die ganze Zeit auf dem Schiff beschäftigt? Sie sind echt okay, Harper. Dann fahre ich halt hier lang. Und dann hier hoch. Hier die Siedlung eigentlich bauen können. Oder auch nicht. Ich bin genau an dem Punkt, also geht's nicht. Dann muss ich zu Tempest zurück. Also zurück zum Raumschiff. Ich frage mich, wie viele betrunkene Idioten da schon reingefallen sind. Und da ich keine Lust habe, da unten durchzulaufen. Hallo? Oh, da oben ist noch eine Kiste. Oh ne, keine Kiste, Iridium. Zu Tempest zurückkehren.
ist los, Ryder? Warum eine Dringlichkeitssitzung? Ich habe keine einberufen. Das war ich. Ich habe eine beunruhigende Nachricht erhalten, als wir auf Kedara waren. Es gibt Spannungen in der kroganischen Kolonie auf Eladen. Die Lage ist ernst. Spannungen unter Kroganern? Was Sie nicht sagen. Ich würde nicht Ihre Zeit damit verschwenden, wenn es nicht wichtig wäre. Wir müssen hin. Ich stimme zu. Nakmor Morda hat sich zum Overlord der Kolonie aufgeschwungen. Das ist merkwürdig. Nein, für uns hat der Archon Priorität. Wir müssen uns auf seinen nächsten Schachzug konzentrieren. Jarl hat recht. Ich weiß, dass es frustrierend ist, mit so vielen Unbekannten zu operieren. Aber wir müssen einander zuhören. Okay, und wenn wir schon dabei sind. Ich habe gehört, wie Gesetzlose auf Kedara über Aktivitäten im Remarf-System geredet haben. Nein, das ist das System, in dem sich die Turianische Goldene Welt befinden sollte. Remarf? Dort gibt es keine lebensfähigen Planeten. Nur ein Asteroidenfeld, in dem Verbrecher Bergbau betreiben. Eladen soll auch ziemlich unwirtlich sein. Voller marodierender Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Mist. Niemand kämpft härter als Leute, die nichts zu verlieren haben. Aber wir haben jetzt den Transponder und stehen kurz davor, die Position des Archon-Schiffes herauszufinden. Ich bin Ihrer Ansicht. Ich kann es kaum erwarten, das Schiff des Archons zu finden. Und danach hoffentlich Meridian. Wie auch immer. Geben Sie Kello die NAV-Punkte für Ihr Laden und diese potenzielle turianische goldene Welt. Wir wollen alle Optionen verfügbar haben. Hey. Von Wegtreten oder Sitzung beendet war nicht die Rede. Sitzung beendet. Weitermachen. Witzbold. Ach ja. So, dann gebe ich tatsächlich mal einen meiner Krüger-Punkte aus. So, 2 Kryokapselpunkte habe ich sogar. Organische Materialien, fortgeschrittenes Training, hatten Sie 10% Bonus auf EP durch Abschließen von Begegnungen. Wir werden einmal die Spezialeinheit. So, ein Handelsdepot. So. Toll, noch mehr Dosen. Sind Sie da sicher, Lexi? Wir wissen nicht, wie lange unsere... Den Affen streicheln. Wie soll man all dem leckeren Obst auf Aya widerstehen, hä? Überprüfen Sie Ihren Helm, bevor Sie ihn aufsetzen. Sehen Sie diesen Kratzer hier? Er hatte in meinem geschlafen. So, machen wir ein bisschen Crew-Talk mal wieder. Kedaraport ist echt grässlich, hm? Da erwartet uns bestimmt jede Menge Ärger. Und dann machen wir jetzt auch noch Jagd auf das Schiff des Archons? Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Sie ist großartig. Vor allem, da wir keine anderen haben. Auch wieder wahr. Gibt es sonst noch etwas, das wir besprechen müssten? Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. So. PB ist abgehakt. Hey, Jarl. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Was? Das haben Sie gar nicht. Moment. Was ist hier los? Sie sehen sehr beschäftigt aus. Wenn ich beschäftigt bin, konzentriere ich mich auf die Arbeit und mache mir keine Sorgen. Wenn Sie dann mit allem klarkommen? Ich hätte gerne einen Rat von Ihnen. Ich mache für alle Geschenke. Ich habe eine Liste. Geschenke? Mögen Turianer Gedichte? Für Vetra schreibe ich ein Gedicht und graviere es in... Ich bin noch nicht sicher. Wie kann man ein persönliches Gedicht nicht mögen? Ist sehr gut. Vielleicht trage ich es ihr auch einfach nur vor. Da will ich aber dabei sein. Liam scheint meinen Rough Gin zu mögen. Ich könnte ihm einen nähen. Wirklich?
Mögen Kroganer Messer? Oh, ich könnte für Drak einen angaranischen Ritualdolch anfertigen. Wer hätte sowas nicht gern? Er dient hauptsächlich zur Dekoration. Ah, möchten Sie auch einen? Jarl, das ist sehr viel Arbeit. Worum geht's hier wirklich? Ich bin sicher, Sie halten mich für selbstbewusst und kompetent. Aber das bin ich nicht. Oder zumindest fühle ich mich nicht so. Ich halte Sie für etwas ganz Besonderes, nein. Dasselbe empfinde ich auch ziemlich oft. Gut zu wissen. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Seien Sie einfach Sie selbst. Meine Familie ist sehr bekannt. Unser Geschlecht wird allgemein respektiert. Und viele meiner Verwandten haben Großes vollbracht. Ich habe nie dazu gehört. So viele ältere Geschwister und Cousins, die immer erfolgreich waren. Ich versuche schon lange nicht mehr mit ihnen Schritt zu halten. Verstehe. Danke fürs Zuhören. Sie sind jetzt einer von uns, Jarl. So. Haben wir Jarl auch schon mal abgehakt. Da ist schon mal Drax. Was ist der nächste auf dem Plan? Einer lässt mich an einem Cat-Transmitter rum. Es gibt da etwas, das Sie wissen sollten. Ich finde hier ständig Krümel auf der Theke. Vergessen Sie's, Drak. Ich nehme Ihnen den Küchendienst nicht ab. Ich denke, irgendwas knabbert an unseren Vorräten rum. Irgendwas, das nicht hierher gehört. Vielleicht sogar was Leckeres. Ah, okay. Ich halte die Augen nach blinden Passagieren offen. Ich wüsste gerne mehr über Sie. Na dann. Woher kennen Sie und Vetra sich? Oh, stimmt, ja. Ihr Vater hat Sie erst spät in das Projekt geholt, richtig? Es muss eine ziemlich steile Lernkurve gewesen sein, seit Sie sie aufgetaut haben. Könnte man so sagen, ja. Tja, man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Aber egal. Ich habe Vetra kennengelernt, als die Nexus gebaut wurde. Sie hat mir einige Materialien, die ich für Cash besorgen sollte, direkt vor der Nase weggeschnappt. Ich habe versucht, sie einzuschüchtern, damit sie sie mir überlässt. Aber eins kann ich Ihnen sagen, diese Turianerin lässt sich von niemandem blöd kommen. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Ja, sie hat mir ordentlich die Meinung gesagt. Aber das Beste kommt noch. Sie hat gewartet, bis wir uns wiedergesehen haben, und zwar ausgerechnet in Cashs Büro. Und mir dann erzählt, dass sie die ganze Zeit für Cash gearbeitet hat. Die beiden ziehen mich immer noch damit auf. Erzählen Sie mir mehr über die kroganische Kolonie. Mein Clan lebt dort. Wir lassen außerdem Späher nach freien Gebieten suchen, die wir uns unter den Nagel reißen können. Die Sache läuft wirklich gut. Wir sind autark und können uns selbst versorgen. Das volle Programm. Wir betreiben sogar ein bisschen Landwirtschaft. Landwirtschaft? Kroganer bauen Gemüse an? Nahrung ist Nahrung. Nur weil wir alles essen können, müssen wir uns noch lange nicht mit Abfällen zufrieden geben. Ich persönlich stehe total auf Kornkrowurzeln, auch wenn sie echt schwer zu kauen sind. Also, was Ihre Kampferfahrung betrifft, was genau haben Sie schon erlebt? Die Liste wäre deutlich kürzer, wenn Sie mich fragen würden, was ich noch nicht erlebt habe. Ich bin schon lange in diesem Geschäft, seit Jahrhunderten. Scheiße, seit weit über 1000 Jahren. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, wieso ich überhaupt noch lebe. Können? Als Söldner braucht man Glück. Klar, auch Können. Aber vor allem jede Menge Glück. Und einen echten Dickschädel. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. So, dann unser Chefmechaniker will einen Pokerabend machen. Gil, hier ist dieser Cat-Transponder. Der Spion hat darüber seine Befehle erhalten. Was brauchen wir von ihm? Den Ort, mit dem er verbunden ist. Damit müssten wir dann das Schiff des Archons finden. Okay. Glauben Sie, Sie kriegen das hin? Ich habe mir die Cat-Tech angesehen, die wir bisher gefunden haben.
Wir sind zwar in einer anderen Galaxie, aber die Gesetze der Physik gelten auch hier. Die Kommunikationsmöglichkeiten im Weltraum sind begrenzt. Hier, versuchen Sie es mal. Haben Sie etwa eine Verbindung? Scheiße, schalten Sie es ab! Vorsicht! Das ist eine Direktverbindung zu Leuten, die jeden auf diesem Schiff ermorden wollen. Okay. Sam. Ich habe die Koordinaten. Das Signal führt zum Tafino-System. Wollen wir das wirklich durchziehen? Eigentlich wissen wir noch zu wenig, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich wusste, die Reise nach Andromeda würde gefährlich werden, aber scheiße. Das hier ist gefährlich. Nur wenn wir sterben. Aber auch nur dann, ja. Hey, Ryder, was gibt's? Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. So. Einmal eine Etage tiefer. Hey, Ryder, ich habe eine verschlüsselte Nachricht von Sid erhalten. Sie hat Neuigkeiten und will mit uns beiden darüber reden. Ich stelle jetzt die Verbindung her. Endlich! Ich warte schon seit Stunden. Würdest du uns bitte sagen, was das alles soll? Ich habe mir die Meldungen der Außenposten angehört. Und in einer war davon die Rede, dass Siedler verschwunden sind. Was meinst du mit verschwunden? Sie sind nicht freiwillig gegangen. Es gab keine Arbeitsaufträge, keine Minenexpedition, also Entführung. Ich habe recherchiert und denke, dass ich weiß, wohin sie verschleppt wurden. Ein Höhlensystem auf einem Mond im Remarf-System. Ursprünglich eine angaranische Mine, glaube ich. Aber sie wurde stillgelegt. Ich denke nicht, dass der Planet, von dem Sie sprechen, ein Mond ist. Ist doch egal. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich nicht einmischen? Ich konnte nicht einfach untätig rumsitzen. Woher wissen wir, dass deine Informationen verlässlich sind? Sie sind verlässlich. Toffi, das ist doch immer so. Ich vertraue Ihrer Schwester und wir sollten keine Zeit vergeuden. Siehst du, das ist ein Pathfinder. Sid, gib uns alle Informationen, die du darüber hast. Schon geschehen. Kann ich mitkommen? Jo, Tam, bis 8. Du kennst die Antwort. Klar, natürlich. Halte dich von bösen Leuten fern, Schusswaffen, Bomben, kroganischem Bier. Du hast das gut gemacht. Ich will nur, dass du in Sicherheit bist, okay? Ja, ja. Ja gut, das ist meistens das, woran du scheiterst am Ende. Piraten, Exilanten, abgetrennte Köpfe. Cadera Port ist ein echtes Paradies, hm? Und für Reyes scheint das alles nur ein Spiel zu sein. Brauchen Sie irgendetwas? Nope. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde...